Wenn jetzt ein anderer gekommen wäre? Es ist doch für jeden im Betrieb sofort festzustellen, dass Sie hier geheime Daten kopieren. Wieso? Bisher ist doch alles gut gegangen, oder? Beeilen Sie sich doch! Legen Sie sich ab. Hab's ja gleich. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Rudolf Sandner. Telefonnummer 523-6847. Ich bin im Moment nicht erreichbar, aber Sie können. Einen Arzt holen. Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Was machen Sie denn da? Man möchte doch wissen, mit wem man es zu tun hat. Ein Privatdetektiv, Patrick Falzberg. Jetzt sind die uns also schon auf der Spur. Wenn der wieder aufwacht, sie wäre erledigt. Nein, da mache ich nicht mit. Das können Sie nicht von mir verlangen. Wenn wir den umbringen, dann werden die Nachforschungen anstellen. Dann müssen wir uns eben was einfallen lassen, damit diese Nachforschungen in die falsche Richtung laufen. Immer hier unten in der Früh in der Tiefgarage. Und als ich mein Auto hier in der Früh abstellte, sah ich Herrn Falzberg. Ich habe sofort die Polizei verständigt.
Ja. Frau Perler, ich glaube, es ist besser, wir unterhalten uns im Büro. Tote schon identifiziert? Er ist Patrick Falzberg, 44 Jahre, Privatdetektiv. Todesursache? Wie es aussieht, Überdosis einer Droge. Und deswegen sind wir ja hier. Aber wenn du genaues wissen willst, der Arzt untersucht die Leiche gerade. Morgen, Doktor. Morgen, Herr Göttmann. Können Sie schon etwas über Todeszeit und Todesursache sagen? Sie wissen ja, Herr Göttmann. Genaueres? Können Sie uns erst nach der Obduktion sagen. Sehr richtig. Aber Ihr erster Eindruck? Der Mann ist noch keine 2 Stunden tot. Über den Daumen gepeilt, gestern Nachmittag war der noch pudelmunter. Und die Todesursache? Wahrscheinlich eine Überdosis irgendeiner Droge, intravenös gespritzt. 2 Briefchen davon habe ich noch bei ihm gefunden. Allerdings hier hinter dem linken Ohr hat eine Platzwunde. Könnte von einem Sturz oder von einem stumpfen Gegenstand herrühren. Aber daran ist er bestimmt nicht gestorben. Könnte es sein, dass er bewusstlos war, als er den Schuss verpasst kriegte? Das ist reine Spekulation. Sicher dagegen ist, dass das die einzige Einstichstelle ist, die ich bei dem Toten gefunden habe. Ja, das spricht dafür, dass der Mann nicht süchtig war. Ja, kommt mir auch so vor. Sind die Angehörigen schon verständigt? Das wollten wir dir überlassen, Karl. Die und deinem sprichwörtlichen Fingerspitzengefühl. Vater ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Hat er gesagt, wo er hin ist? Observation. Der kommt schon noch. Du kennst ihn doch. Wenn er mal an der Sache dran ist, lässt er so schnell nicht locker. Sag mal, musst du nicht schon längst in der Schule sein? Wir haben heute die ersten 2 Stunden frei. Willst du nicht frühstücken? Ich muss erst noch die Aufgabe fertig machen. Gut. Bitte? Guten Tag. Frau Falzberg? Ja? Mein Name ist Göttmann, das ist mein Kollege Sudmann. Wir sind von der Kriminalpolizei. Könnten wir Sie in einem Augenblick sprechen? Es ist was mit meinem Mann. Er ist tot. Dürfen wir einen Augenblick reinkommen? Oh, ja, natürlich, entschuldigen Sie. Tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, womit Herr Falzberg sich gerade beschäftigt hatte. Ich habe nur die Rechnungen getippt. Halt den Schreibkram. Grüß Gott. Aber mir ist was aufgefallen. Ja, da auf dem Schreibtisch. Die Unordnung. Sie meinen also, dass der Schreibtisch durchsucht worden ist? Herr Falzberg war sehr ordentlich. Was sollte hier jemand suchen? Ja, noch besser ist die Frage, ob er es gefunden hat. Ach, nee. Also wenn er das hier gesucht hat, dann hat er Pech gehabt. Was ist es? Kokain oder Heroin oder irgendeine synthetische Droge. Mein Mann ist Privatdetektiv gewesen. Er hat sich mit Wirtschaftskriminalität auseinandergesetzt. Was sollte denn damit Drogen? Wissen Sie, an welchem Fall Ihr Mann gearbeitet hat? Keine Ahnung. Er hat sein berufliches und privates Leben sehr getrennt. Falzberg? Und Sie? Keine Ahnung. Ja, einen Moment. Herr Göttmann, für Sie. Ja, danke. Ja, Göttmann. Ja. Ja.
Zwei von unseren Kollegen sind im Büro Ihres Mannes. Wissen Sie, wo er den Safe-Schlüssel aufbewahrt hat? Ich weiß es nicht. Aber ich... Na, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Sie wissen ganz genau, dass gar nichts in Ordnung ist. Herr Kenitrat, das gestern Nacht, das war unvermeidbar. Wir hatten doch gar keine andere Wahl. Glauben Sie, mir macht sowas Spaß? Hier, die Disketten für Lieders. Wir müssen aufhören. Jetzt ist das einfach zu gefährlich. Lieders hat die Pläne anbezahlt und wir müssen sie liefern. Danach können wir uns aufhören denken. Wir haben das zusammen angefangen und wir bringen es auch gemeinsam zu Ende. Mit diesem Lied, das ist nicht zu spaßen, der macht uns auch fertig. Bisher haben Sie doch ganz gut verdient an der Sache. Sie hängen da mit drin und ich lasse Sie da nicht mehr raus. Bisher ging es auch nur um Werksspionage. Na und? Ich lasse mich einfach nicht in einen Mord hineinziehen, den Sie begangen haben. Wieso ich? Mir kann niemand beweisen, dass ich das war. Es können doch genauso gut Sie gewesen sein. Nach außen sind immer nur Sie in Erscheinung getreten. Sehr hübsch hier, finden Sie nicht? Schwarzwälder Kirsch hier, sehr zu empfehlen. Es gibt Probleme. Probleme? Verstehe ich Sie nicht. Wir haben Schwierigkeiten mit der Lieferung. Jetzt hören Sie mal ganz genau zu, mein Lieber. Ihre Schwierigkeiten interessieren mich nicht. Ich interessiere mich nur für die Schwierigkeiten, die ich bekomme, wenn ich meine Vertragspartner nicht termingerecht beliefere. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, mein Lieber, dann sind die Schwierigkeiten, die Sie im Moment haben, Winzigkeiten verglichen mit den Schwierigkeiten, die Sie dann durch mich bekommen werden. Sie bekommen ja heute Ihre Pläne. Nur den Rest bekomme ich wie verabredet. Haben wir uns verstanden? Wollen Sie nicht mal einen Blick reinwerfen? Sehr interessant. Weihnachten sehr. Guten Morgen. Morgen. Es adventet. Weihnachten tut es erst ab Mitte Dezember. Ich habe mal gedacht, ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung kann nicht schaden. Bravo. Grandiose Idee. In diesem Kabuff kriegt man sonst gar nicht mit, dass das Fest der Liebe vor der Tür steht. Und was mit ein paar Plätzchen? Und ein bisschen Glühwein? Ja, an die Plätzchen habe ich auch gedacht. Bloß den Glühwein, den habe ich vergessen. Glühwein am frühen Morgen? Warum nicht? Glühwein gehört nicht zum Alkohol im strengen Sinn. Glühwein ist ja mehr ein atmosphärisches Getränk, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Bei Jürgen könnte ich so einen Blödsinn verstehen, aber bei dir, Horst? Ja, Weihnachten ist halt was Besonderes. Kommt mal alle her! Der Obduktionsbericht ist da. Jetzt ist es definitiv.
Falzbergs Leiche weist nur einen Einstich von einer Spritze auf. Du glaubst also, der Falzberg hat sich die tödliche Dosis Amphetamin nicht selbst beigebracht? Zumal wir kein Spritzbesteck bei der Leiche gefunden haben. Man fragt sich nur, wer tut denn sowas? Nur jemand aus der Drogenszene. Aber damit hat er überhaupt nichts zu tun. Jürgen und ich, wir haben überlegt, dass uns die Todesart auf eine falsche Fährte bringen soll. Du meinst, während wir den Mörder in der Drogenszene suchen? Sitzt der richtige Mörder bequem in seiner Hängematte und trinkt Champagner und frisst Kaviar. Immerhin war Falzberg Privatdetektiv. Lise und Horst, ihr versucht herauszufinden, an welchem Fall Falzberg aktuell gearbeitet hat. Vielleicht bringen uns die Skizzen da weiter. Die waren im Falzbergs Tresor in seinem Büro. Lageberichte, Zeichnungen von irgendwelchen Gängen und Labors. Wo willst du denn hin? Nur ein bisschen die Beine vertreten. Die Beine vertreten? Mit Vaters Wagen? $80,000. Herr Göttmann, darf ich Ihnen Herrn Sandner vorstellen? Guten Tag. Herr Sandner hat sich aufgrund der Pressemeldung über den Mord an Falzberg an mich gewandt. Sie kannten Herrn Falzberg? Ja, er hat für mich, das heißt für unsere Firma gearbeitet. Herr Sandner weiß, an welchem aktuellen Fall Falzberg dran war. Aber das kann er Ihnen besser alles selbst erzählen. Auf Wiedersehen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin in der Entwicklungsabteilung der Firma Laserkraft tätig. Wir bauen Zielgeräte, Ortungsgeräte, Laser
Rüstungsindustrie also? Nicht ausschließlich. Auch in der zivilen Luft- und Schifffahrt braucht man diese Geräte. Aber wir sind natürlich auch mit Rüstungstechnologie befasst. Und Herr Falzberg? In letzter Zeit hatten wir den Verdacht, dass geheime Unterlagen aus unseren Labors in falsche Hände gekommen sein könnten. Und da habe ich Herrn Falzberg mit Nachforschungen in dieser Richtung beauftragt. Hat er was rausgefunden? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Herr Falzberg war noch nicht lange für uns tätig. Um keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen, wir hatten keine konkreten Hinweise auf Betriebsspionage. Nur in letzter Zeit häuften sich die Fälle, dass die Konkurrenz fast zur gleichen Zeit mit uns dieselben Produkte auf den Markt brachte. Und das zu erheblich niedrigeren Preisen. Was also dafür spricht, dass an Entwicklungskosten gespart wird. Dieses Kitzen, ist das Ihr Firmengelände? Zweifellos. Hier sind unsere Labors, die Produktionshallen. Eindeutig. Herr Falzberg hat die Skizzen aufgrund meiner Schilderung der Örtlichkeiten angefertigt. Er besaß übrigens den Passepartout-Schlüssel für alle Räume. Halten Sie es für möglich, dass er einer bestimmten Sache auf der Spur war und deshalb vielleicht umgebracht worden ist? Ja, darüber könnte ich nur Spekulationen anstellen. Aber vielleicht kann Ihnen unser Sicherheitsbeauftragter weiterhelfen, Herr Kennetrat. Herr Kennetrat und Herr Falzberg haben zusammengearbeitet. Nein, ich habe Herrn Kennetrat nicht darüber informiert. Aber vielleicht hat er als Sicherheitsbeauftragter weitergehende Informationen. Ja, guten Tag, Frau Kennetrat. Mein Name ist Müller. Ich hätte gern Ihren Mann gesprochen. Oh, das tut mir aber leid. Dann war das wohl Ihr Sohn, mit dem ich sprechen wollte. Ah, gut. Entschuldigung, Wiederhören. Was machst du denn da? Ich telefoniere. Ja, das sehe ich. Max, solltest du versuchen, den Mörder deines Vaters auf eigene Faust zu finden? Max, dafür ist die Polizei zuständig. Das ist kein Film. Das ist Realität. Da sterben Menschen wirklich. Ich will nicht, dass dir was passiert. Jetzt, das ist ja jetzt gleich, ja. Ist gut, Herr Sandmann, danke. Ja. Herr Kennetrat, guten Tag. Mein Name ist Göttmann, Soko 5113. Das ist meine Kollegin Frau Berger. Herr Sandner sagte... Herr Sandner hat Sie schon avisiert. Danke. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Verzeihen Sie, ich... Kennen Sie diesen Mann? Nein. Nein, tut mir leid, ich kenne den Mann nicht. Wer soll das sein? Er heißt Falzberg, ein Privatdetektiv, der auf Betriebsspionage spezialisiert ist. Besser gesagt war. Er wurde nämlich gestern tot aufgefunden. Ermordet. Was soll ich damit zu tun haben? Herr Sandner sagte mir, dass Falzberg in Ihrem Betrieb nach einer undichten Stelle gesucht hat. Davon weiß ich nichts. Ich kenne diesen Mann nicht.
Allerdings finde ich es etwas merkwürdig, dass man so über meinen Kopf hinweg einfach... Ich meine, man hätte mich informieren können, dass da ein Privatdetektiv eingeschaltet wurde. Das ist wohl eher ein Problem zwischen Ihnen und Herrn Zandner. Ja, natürlich, entschuldigen Sie. Aber ich meine, dass man als Sicherheitsbeauftragter dermaßen übergangen wird. Das muss doch nicht sein. Halten Sie es für möglich, dass Falzberg tatsächlich diese undichte Stelle gefunden hat? Ich weiß nichts von einer undichten Stelle. Mir ist überhaupt nicht bekannt, dass hier spioniert werden soll. Und ich wäre doch der Erste, der das wissen müsste. Es ist unmöglich. Warum regen Sie sich denn so auf? Dieser Falzberg, oder wie der Mann heißt, kann keiner undichten Stelle auf der Spur gewesen sein, weil es bei uns keine undichte Stelle gibt. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, natürlich. Wo waren Sie am Mittwoch zwischen 5 Uhr abends und Mitternacht? Wieso wollen Sie das wissen? Herr Kenitrat, Sie als Sicherheitsbeauftragter kennen sich doch bestimmt etwas in polizeilicher Ermittlungsarbeit aus. Selbstverständlich. Ja, dann wissen Sie doch auch, dass das eine reine Routinefrage ist, die wir in so einem Fall immer stellen. Also? Ich war hier im Betrieb den ganzen Abend und bin erst gegen 1 Uhr nach Hause. Und das kann Ihnen niemand bestätigen? Selbstverständlich, der Pförtner. Und Herr Tatschke aus der Entwicklungsabteilung, der hat mich mehrmals bei meinen Rundgängen gesehen. Soll ich die beiden rufen? Nein, nein, danke, die finden wir auch allein. Also, wenn Ihnen der Tatschke sein Alibi bestätigt hat, bis halt sehr nervös, hat der Kenitrat schon gewirkt. Na ja, vielleicht hat sie mitgenommen, dass über seinen Kopf hinweg entschieden wurde. Mal sehen, was der Pförtner sagt. Was regen Sie sich eigentlich so auf? Hab Ihnen doch gerade ein einwandfreies Alibi geliefert. Und der Pförtner wird unsere Aussagen bestätigen. Trotzdem, ich habe einfach das Gefühl, dass die was ahnen. Quatsch. Die Stocher in Nebel. Die geben sich jetzt erstmal zufrieden. Und wir können in aller Ruhe unser Geschäft über die Bühne bringen. Es bleibt dabei. Morgen Nacht. Ist was? Na, sehr glücklich schaust du gerade nicht aus. Ist was mit Julia? Nein, nein, mit Julia ist alles in Ordnung. Aber mit dem Nikolaus nicht. Mit dem Nikolaus? Sag mal, kann es sein, dass dir dein Familienglück zu Kopf gestiegen ist? Entschuldigung, morgen ist der 6. Dezember und ich möchte, dass morgen Abend der Nikolaus zu Daniel kommt. Aber in ganz München ist kein Nikolaus mehr aufzutreiben. Ach so. Und warum wendest du dich da nicht vertrauensvoll an mich? An dich? Warum soll ich mich vertrauensvoll an dich wenden, wenn ich einen Nikolaus suche? Ich will ja nicht übertreiben, weil das ja nicht meine Art ist. Aber glaube mir, ich bin sozusagen der geborene Nikolaus. Ah ja? Was meinst du, Horst? Gebe ich nicht einen prächtigen Nikolaus ab? Du? Ja, ich könnte mir kein Bessern vorstellen. Wo ich doch beinahe... Daniels Großvater bin. Werde. Vielleicht auch. Oder? Ach, für Daniel? Ja. Also wirklich, Fred, die Chance tät ich nützen. Ja, warum eigentlich nicht? Und den Knecht Ruprecht bringt er auch gleich mit. Ein Knecht Ruprecht auch noch, natürlich. Ja, natürlich. Du gibst einen geradezu grandiosen Knecht Ruprecht ab. Kommt ihr dann bitte? Also, morgen Abend 6 Uhr, ja? Ich kann mich auf euch verlassen? Hört mal zu, wir wissen jetzt genau, an welchem Fall Falzberg zuletzt gearbeitet hat. Betriebsspionage bei der Firma Laserkraft. Es wäre also möglich, dass der Falzberg deswegen ermordet worden ist. Sehr einleuchtend. Dann werden wir also jetzt Spione jagen. Und auch sehr vielversprechend, dass ich auf meine alten Tage noch zum James Bond werde. Und zum Nikolaus. Könnt ihr mal bitte ernst sein? Es gibt da noch einen anderen Ansatz. Und der wäre? Der Laborbericht hier sagt, dass Falzberg ein seltenes synthetisches Zeug in uns hatte. Ein Amphetaminderivat. Wenn wir also herausbekommen, wo es das Zeug gibt, dann finden wir doch auch mit Sicherheit denjenigen, der den Stoff beschafft hat, oder? Gut, Fred. Schauen Sie sich mit Jürgen in der Szene um und besorgen Sie sich ein Foto und Informationen von diesem Kenitrat. Dem Sicherheitsbeauftragten der Firma Laserkraft. Der ist uns bei unserem Besuch aufgefallen, weil er wahnsinnig nervös war. Vielleicht hat er einen Grund dafür.
Na, Toni. Na. Wir haben mir noch gefehlt, zu meinem Glück. Es freut mich, Toni. Nichts ist schöner für mich, als Menschen glücklich zu machen, nicht, Fred? Ja, so sind wir nochmal. Daraufhin trinke ich einen Pilz. Und du? Ich auch. Wenn ich meinen Blick hier mal so schweifen lasse, da sitzen aber einige, die eigentlich ganz woanders sitzen müssten. Sag mal, Jürgen, kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal bei Toni eine Razzia durchgeführt haben? Oh, ein halbes Jahr ist es ja. Nee, ein ganzes Jahr schon, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal eine Untersuchung durchführen. Über die abschreckende Wirkung von Razzien in einschlägigen Kneipen. Hm? Der Laden läuft auch ohne Razzia schon beschissen genug. Und für meine Gäste kann ich nicht. So weiß ich doch, Toni, du bist in Ordnung. Wie sieht's denn auf dem Amphetaminmarkt aus, Toni? Der blüht. Ja? Und hier, bei dir? Herr Sohnmann, Sie wissen doch, dass ich mit der Szene nichts zu tun habe. So weiß ich doch, Toni. Aber du bist doch ein helles Kerlchen mit ausgeschlafenen Augen. Wir interessieren uns für einen kleinen Abnehmer, neu in der Branche. Davon gibt's viele. Seit das synthetische Zeug auf dem Markt ist, tauchen ja dauernd neue Gesichter auf. Und das Gesicht hier? Kenn ich nicht. Muss vorgestern Abend hier gewesen sein. Das stimmt nicht. Vorgestern war hier noch weniger los als sonst. Und ich erinnere mich an jeden, der hier war. 100 pro. Braven Kindern tut der Nikolaus nichts. Im Gegenteil. Der Herr Nikolaus und Knecht Ruprecht, bitte tretet ein. So, mein lieber Freddy, da sind Sie, der liebe Nikolaus und Knecht Ruprecht. Übertreibt bitte nicht, ne? Zur Übertreibung haben wir doch nie geneigt. Von draußen, vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Blitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und, mein lieber Daniel, warst du denn das ganze Jahr über auch wirklich brav? Ja, sehr brav sogar, lieber Nikolaus. Brav? Hm. Dann will ich mal in meinem goldenen Büchlein nachgucken, ob das auch stimmt. Ja, hier steht, du hilfst dem Papa beim Autowaschen. Ah. Und ins Bett gehst du auch immer, ohne zu murren. Aber hier, was muss ich hier lesen? Muss ich eingreifen? Ja, so schlimm ist auch wieder nicht. Du isst dein Pausebrot nicht auf, muss ich hier lesen. Das muss ich aber ändern. Versprichst du mir das? Hast du auch ein Gedicht gelernt für den lieben Nikolaus? Knecht Ruprecht, draußen weht es bitterkalt. Bekommt er doch den Winterwald. Stippstab, Stippstab. Uckepack, Ruprecht ist's mit seinem Sack. Was ist denn in dem Sacke drin? Äpfel, Mandeln und Rosinen. Und schöne Zuckerrosen. Auch Pfeffernis fürs gute Kind. Die anderen, die nicht artig sind, den klopft er auf die Hosen. Sehr schön, mein lieber Daniel. Sehr schön, das hast du wirklich fein gemacht. Da wollen wir doch mal sehen, ob dein lieber Papa auch so brav war. Lieber Freddy, wie der Vater, so der Sohn. Und? Also, hast du denn auch ein Gedicht für den lieben Nikolaus vorbereitet? Ja, woher soll ich denn ein Gedicht? Bist aber kein gutes Vorbild für deinen Sohn, mein Sohn. Soll ich ihm die Rute geben, lieber Nikolaus? Warte noch ein Momentchen. Und das Lied O Tannenbaum, das wirst du doch können. Ich kann aber nicht singen, Herr Nikolaus. Knecht Ruprecht, die Rute. Daniel, nimm dir nie ein Beispiel an deinem Vater. Keine Rute, Herr Ruprecht, dann singen wir doch wohl lieber. Hm? Sag ich doch. O Tannenbaum. Psst. Zuerst kniest du nieder. Was soll ich? Willst du wirklich, dass dein Daniel so ein schlechtes Beispiel sieht? So ist brav, mein lieber Fred. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur Sommerzeit.
dann auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Na, guck mal, ganz schön, schön schon. Jetzt küsst du noch den Ring des lieben Nikolaus. Das ist ja mal der Gipfel. Ja, küssen! Das war's. Das sind die Letzten. Kartoschke, ich will nicht mehr diskutieren. Sie bringen jetzt die Disketten zu Lieders. Der Mann wartet doch. Voll, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Sie haben meinen Vater umgebracht. Geben Sie es zu. Ich kenne Ihren Vater nicht. Falsberg. Der Detektiv, der Ihre Schweinerei aufdecken wollte. Ich habe der Polizei schon gesagt, dass ich einen Falsberg nicht kenne. Ich bin nicht die Polizei. Mir werden Sie die Wahrheit sagen. Atzke? Ja, ich bin's, Kenitrat. Ich bin überfallen worden, der Sohn von dem Falzberg,
Der hat die Disketten mitgenommen. Ja, dann besorgen Sie sie wieder. Und schalten Sie den Kerl aus. Wenn der zur Polizei geht. Bitte, Tatschke, helfen Sie mir. Ich schaff das nicht allein. Das ist Ihr Problem. Mir kann keiner was beweisen. Aber Ihnen. Für Sie geht's jetzt um alles oder nichts. Wieso hast du Vaters Trenchcoat an? Um Himmels Willen, Max, wie siehst du denn aus? Ich hab jetzt keine Zeit. Was hast du denn gemacht? Herr Göttmann, hier ist Dana Falsberg. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich weiß mir keinen Rat mehr. Sie von meinem Sohn. Werfen Sie die Waffe weg, Kenitrat. Helden. Die Helden, von denen du träumst, können nicht sterben. Aber vorhin, oben in deinem Zimmer, da hat nicht viel gefehlt. Karl, kommst du mir bitte? Er hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Betriebsspionage und der Falsberg ist ihm draufgekommen. Ja, nur behauptet er, dass er es nicht alleine gemacht hat. Ich habe nur die Aufträge ausgeführt. Der Tatschke, der Tatschke aus der Entwicklungsabteilung, der hat den Falsberg mit der Spritze umgebracht. Sie müssen mir glauben, bitte. Ich war von Anfang an gegen den Mord. Der Tatschke, der... Können Sie das beweisen? Vor ein paar Jahren habe ich ihn dabei überrascht, als er Programme kopierte. Ich habe mich dann von ihm bestechen lassen. Er hat mich immer tiefer in die Sache mit reingezogen. Ich wollte immer aussteigen, aber mich gezwungen. Jürgen und Horst holt den Tatschke ins Präsidium.
Wir stellen die beiden gegenüber. Herr Gottmann, ja. Wir kommen ein bisschen später nach. Ich habe noch was zu reden. Ja. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich um diese Zeit hierher zu verschleppen. Das wird sich zeigen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich denke, es wird nicht allzu lange dauern. Herr Kennitrat behauptet, dass Sie ihn zur Betriebsspionage angestiftet haben. Ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Wenn Herr Kennitrat Betriebsspionage begangen hat, dann ist das sein Problem. Ich lasse mich jedenfalls nicht in so eine Sache hineinziehen. Sie waren mein Auftraggeber. Sie haben den Falzberg umgebracht. Sie. Ganz ich, ruhig, ich wollte... Herr Kennitrat, das ist unser Problem. Ich kenne ja gar keinen Falzberg. Falzberg. Er war Herrn Kennitrat auf die Schliche gekommen. Betriebsspionage. Ich kann nur wiederholen, was ich schon mal gesagt habe. Ich habe nichts damit zu tun. Oder können Sie mir beweisen, dass ich... Im Moment haben wir nur die Aussage von Herrn Kennitrat. Und Sie glauben der Aussage eines geständigen Verbrechers mehr als einem unbescholtenen Bürger? Entschuldigung, ich darf mal einen Moment stören. Kann ich jetzt endlich gehen? Das glaube ich nicht, Herr Tatschke. Und warum nicht? Sie müssen wissen, dass Detektiv Falzberg mittels synthetischer Drogen ermordet wurde. Na und? Was geht mich das an? Ich habe mich mit meinem Kollegen Sudmann mal ein bisschen in der Drogenszene umgehört. Niemand konnte Herrn Kennitrat als Käufer von synthetischen Drogen identifizieren. Ist auch kein Wunder, nicht wahr, Herr Tatschke? Weil Sie sich den Stoff beschafft haben. Toni, putz mal. Der war's. Der hat vorgestern in meinem Laden Drogen gekauft. Und da bist du ganz sicher, Toni? 100 Pro.